Ach, das ist ja das. Ach, das ist ja das vom Silvercoin. Genau, richtig. Sind das die hier zufällig? Ich habe keinen Schimmer, was ich jetzt hier machen muss. Ah. Four of shared flesh and blood. Raise an army of borrowed blood and bone. Okay, ich habe die Prophezeiung abgeschlossen, Jeremy. Jetzt können wir weitergehen. Prophecy fulfilled. Okay. Also das ist praktisch immer so Events. Das heißt, du hast eine Prophezeiung, dann spawnt irgendwo was und dann musst du... Okay, und dann musst du praktisch einfach die Prophezeiung erfüllen. Gut. Weiß ich Bescheid. Haben wir eine Prophezeiung abgeschlossen. Finde ich sehr schön. Prophezeiung der Necromancer. Hier lang. So, jetzt sind wir hier. Lunaris Tempel Level 2. Okay, hier sieht schon nicht mehr ganz so geil aus. Hier ist sehr viel Blut auf jeden Fall. Blut ist immer gut. Ich bewege mich ein bisschen, weil der... Aua! Der ist ja krass. Der macht echt Aua vor allem. Shocked Miscreation. Das ist ja fantastisch. Eve, guck mal das an. Das ist ungefähr genau das, was mit dem Dingens passiert ist. Mit dem... Wie heißt der? Mit dem Harbor, glaube ich. Das heißt, die sind alle hier mutiert. Die sind alle mutiert hier. Hier haben sie irgendwelche mega krassen Experimente gemacht. Und siehst doch hier die Leichen, wie sie überall aufgestapelt sind. Boah, ist das widerlich. Und das ist die Schreie auch von den Leuten noch. Wie sie gefoltert werden. Schön. Das macht doch... Blood Elemental. Das macht ja mega Laune hier. Ist interessant. Sehr interessant sogar. Schöne Experimente auf jeden Fall gemacht. Mann. Und der Harbo ist aber hier entkommen. Und ist von dem Ganzen entkommen, von ihren Experimenten. Also er hat es überlebt. Es sieht aber natürlich auch nicht mehr so prickelnd aus. Weil er einfach komplett verunstaltet ist. Armer Kerl. Krass. Achso. Ja, da geht's nicht weiter. Ah. Steward the right hand. Travel to the Sun Encampment. Zack. Pull Ringmail. Wow! 10.000 Blattelemente jetzt hier. Aber haben keine Chance gegen uns natürlich. Noch können wir ganz gut hier überleben. Ich würde gerne die ganzen Bücher hier lesen. Wow! Die Dinger sind krass, wie die hier spucken mit ihren Giftdingern. Die machen echt Aua. Diese Transmuted-Dinger. Tentakel Miscreation. Die sind echt krass. Die tun echt weh. Die machen echt Aua mit ihrer Distanzattacke. Oder mit ihrem Gift, was die halt spucken. Keine Ahnung, was das sein soll. Okay, Miscreation. Das heißt, wenn diese Musik gerade, die gerade läuft, wenn die mal anfängt, wenn man ein paar Sekunden zurückgeht hier im Video, dann, oder in der Aufnahme, dann hört man richtig... Over here, Exile. Dann denkt man, es könnte mit Ori anfangen. Tora. I've another corrupted clan of abominations for you to cull. I've a certain pack of vermin in mind. Stronger and more vicious than most. Track them to their home territory and wipe them out. Alles klar, machen wir. Hallo? Einmal unten rein, bitte. Rotting Den.
Dann machen wir das mal. Yay, yeah, jetzt wird's rockig. Das ist sehr ekelhaft hier. Colossal Life Blast, Mutated Arachnid. Okay, ein bisschen mutiertes Viech. Kein Problem. Teleportiert sich. Finde ich nicht gut. Ja, weg, lass mich in Ruhe. Mistvieh. Colossal Mana Fast Flask. Superior Quartz Run Spike Shield. Scroll of Wisdom. Haben wir noch irgendwas? Nee, ne? Bäh. Widerlich. Mission complete. Talk to Tora. Dann machen wir das. Dann haben wir das auch abgeschlossen hier. Ach ja, diese ganzen Nebenquests, die es auch gibt. You have a real knack for slaughter, no doubt about it. Klar. Nichts überlebt uns. So. Der macht einiges an Damage, brauchen wir aber Stärke dazu. Ist halt so ein Hammer für den Krieger. Also nicht wirklich was für uns. Wir brauchen mehr was Magisches. Too much clutter. Ja, ich trage schon wieder zu viel. Finde ich gut. Schleppen wir schon wieder mega viel mit uns rum. Ich frage mich übrigens gerade, warum die Tentakelviecher weiblich sind. Alter, guck mal das hier an, die ganzen Leichen, die hier rumschwimmen. Die leben, glaube ich, noch hier, oder? Die zucken ja noch. Ich glaube, die haben lauter Schmerzen und winden sich hier in diesem Blutdingens. Oh, ist das ekelhaft. Das ist echt widerlich. Vor allem hier halt wirklich mit den Lastzügen transportieren sie halt die Leichen rum. Guck mal hier, die ganzen Leichen hier. Alter. Das ist kein Urlaubsort auf jeden Fall. Da willst du auch nicht freiwillig hin. Alter, komm, willst du mich verarschen? Man kann es auch echt übertreiben mit den ganzen Leichen hier. Und was machst du so? Ich stapel Leichen auf. So kommt mir das hier vor ein bisschen. Krass. Hallo. Scroll of Wisdom. Wie viel Blut das da unten ist, wie viele Leichen das sein müssen. Also auch hier, also wie viele Leute man braucht, um so einen riesigen See mit Blut zu füllen. So, cool, ich bin Level 33 geworden vor Jeremy. Das ist neu. Wir waren eine Zeit lang, waren wir immer auf dem gleichen Niveau, jetzt dann war er schneller, jetzt bin ich schneller aus irgendeinem Grund. Komisch. Sehr, sehr komisch. Aber wir sind trotzdem eigentlich immer relativ gleich. Vom Level her, was gut ist. Erst von den Items her besser und alles. Und von der Skillung. Weil er sich da schon besser auskennt. Aber wir sind zumindest auf dem gleichen Level. Das heißt, es ist nicht so, dass einer schneller ist als der andere dann. Also im Killen ist er deutlich schneller, aber wir teilen uns hier die Erfahrungspunkte. Von daher passt das. So. Oh, ein Boss. So, toll ist aus dem Feuerding ins Haus gelaufen. Kolossal Mana Flask. Ich friere mal ein hier ein bisschen. Spektralschwert. Na gut. Lassen wir uns mal überraschen. Oh, Strongbox. Geil, machen wir. Wow! Okay. Alter, was? TP open. Okay, dann muss ich mal in die Stadt zurück. Hier.
hier. Alter, was? Das war geil. Stehst du mittendrin, zack, brrr, tot. Geil. Das ist mal was Neues. Also die sind echt krass, diese Tentakelviecher. Hentai-Traum pur. Anders kann man das nicht sagen. Da bist... Also die sind echt mega krass. Da war so drrr, tot. Finde ich nicht ganz so geil. Dass die mich so hier wegrotzen. Oh, was ist das? Close Helmed. Too much clutter. Ja, egal. Brauche ich eh nicht. Das ist für einen Krieger wieder irgendwas. Das lohnt sich dann immer nicht. Wenn ich das hier kriege. Alter, wie die halt alles wegballern. Diese verdammten Viecher. Diamond Ring. Zack. Ta-ta-ta-ta-tam. So, die ganzen Bosse hier auch mal platt machen. Bumm. Und das Krasse ist irgendwie, du hast hier gefühlt viel, viel mehr Bosse als beispielsweise in Diablo 3. Also Bosse, Champions hast du echt mega viele, aber die sind nicht, die sind auch nicht so übertrieben stark oder sowas, sondern die sind halt einfach irgendwie da. Oh. Ich find's toll, dass Jeremy aber auch mal einen auf den Sack kriegt. Dass nicht nur ich hier einer bin, der hier permanent dann, Leben verliert. Sondern bei denen hat Jeremy auch so mal kurzzeitig ein Jucken im Körper. Topasring. So. Recurve Bow. Portal. Blood Element. Okay. Ach du Schande. Of all the worlds you could have conquered, you had to choose mine. Such power wasted on a feeble imagination. Okay, Piety. Ist das Piety hier? Okay, die kann sich transformieren irgendwie. Krass. Ach, das ist ihre Blood Domain hier jetzt einfach. Die hat die ganzen Experimente hier gemacht an den Leuten. Die hat die ganzen Experimente hier gemacht und die ganzen... Zu spät für Bedauern. Nein, das fürchte ich nicht. Du wirst sterben für das, was du den Leuten hier angetan hast. Du Miststück. Wo ist denn? Aha. Tricks hat sie noch auf Lager. Komm, stirb jetzt endlich. Damn you! Tower Key. I loved your work, Piety. It was you I wasn't very fond of. Naja. Weiß ich nicht, ich finde irgendwie so diese ganzen... Weiß ich nicht, diese ganzen 10.000 Berge von Leichen hier sprechen irgendwie nicht dafür, dass ich ein Fan von ihrer Arbeit bin. Ich meine, guck mal hier. Wir haben sie alle hier rein, alle umgebracht, alle gefoltert, beziehungsweise dann transmutiert. Es ist nicht sehr schön. Bin ich kein Fan von. Ich kann dir... Schade, dass man nichts lesen kann, irgendwie von ihren Büchern oder ihren Notizen. Das ist schade. Na ja, gut. Haben wir das erledigt. Der Lunari-Tempel. There's my favorite fighter. I've just been putting some finishing touches on a few martial bits and bobs. Rather nifty they are, if I do say so myself. In fact, I do believe I'm getting better at this frontier shopkeeper malarkey all the time. Certainly developing an eye for quality at any rate. Must be your good influence rubbing off me. So feel free to peruse my wares anytime you like. Mates rates guaranteed. Okay, wir kriegen einen Mate-Rabatt, sehr gut. I don't take a man's life in a duel. I earn it. Verici steals lives like he steals everything else. I used to be quite the lockpick back in Aureath.
No vault nor bedchamber was safe from me. Now I have a new type of key, the Virtue Gem. Put the right key in the right lock, and you open up a world of possibility. Aid me in my cause, and I'll be inclined to offer you some of those possibilities at a reasonable price. And the more you help me, the more I can potentially offer you. Such is the fundamental rule of commerce. So look for me out there in the wastelands, Exile. By then, I'm sure to have found another way for you to improve our mutual situation. Ach du Schande. Geomancy. Gems represent the one true power here in Rayclast. The Vaal understood this, the Eternals also. Now it is our turn to study and exploit these most precious of stones. Geomancy, I have come to call the field, and of one thing I am certain. It is we geomancers who shall inherit this fallen empire, who shall raise this realm to its former glory and beyond. I have much that I might impart to you on the subject, but whether you are worthy of such enlightenment, well, that remains to be seen. Okay, Katharina. It is not how a man lives, but how a man dies that truly matters. Katharina's cadaverous sculptures mock us in what should be our finest moment. Tora thinks almost as poorly as she smells. You cannot start a new world by simply slaughtering the old. Pay no heed to that primitive. Schön. I have never heard a man waste so many words on saying nothing. Vagan is a linguistic mass murderer, yet put a sword in his hand and he becomes a disturbingly efficient communicator. Mm-hmm. One of these days, I'm going to sheathe my daggers in Elrion's faith-blind eyes. When a man takes on religion, he locks up his mind and throws away the key. When it comes to knowledge and power, we Oriathans have always looked to our dearly departed empire. From what I've learned of Haku, we should have been looking closer to home. Ich glaube, den mag er, den Haku. You are the true spirit of Makoru, the shark. Not the cowardly beast that sinks its teeth into the lonely swimmer. You strike the Waikoama, the canoe, spilling a feast of men into the water. Hunters turn hunted that you dine on at your pleasure. Have this, Makoru. Okay, wir kriegen wieder irgendwas Tolles. Stormburst, unleash a stream of projectiles while you channel the spell, which pierce through enemies, dealing lightning damage. When you stop channeling, the projectiles explode, dealing significant damage in area around them. Additional projectiles are added in sequence. Deals 10 to 15 lightning damage, adds an additional projectile, 250% more area damage. Okay. Glacial Cascade. Ice cycles emerge from the ground in a series of small bursts, each damage enemies caught in the area. Mana cost 6, cast time 0.65, critical strike chance, level 2. Flame Blast. Channels to build up a large explosion, which is released when you stop using the skill. The longer you channel, the larger the area of effect and damage to the explosion. Fires a slow-moving projectile to periodically damage enemies in an area around with its balls of lightning. Race Spectre. Race a spectral version of a defeated foe as a minion to fight for you in battle. Fires a projectile from a wand that causes a series of small explosions surrounding its point of impact, each damaging enemies caught in the spell area. This spell removes some life from one of your skeleton minions. Okay, das ist schon mal egal. Stormburst. Projectile spell channeling. Ich nehme mal den hier. You have claimed the most worthy of prey, Makoru. Piety, the mistress of corruption. I'm not saying that the war is over, but you've given Rayclass a much needed respite. Because of you, this land lives to see another dawn. And don't forget that you've done Grigor and Clarissa a justice of some magnitude. They will wish to speak to you. Das kriegen wir hin. Die Undying. Citizens of San, that was. The Undying have been around for hundreds of years. Left to their own devices, they're likely to survive for hundreds more. Still, they're not immune to mortality's touch. They can be killed with some difficulty. Ja, das haben wir bestätigt. There is nothing up. Piety's off to meet the Maker, is she? I'd love to be a fly on the wall of that little chat. So, den General auch gekillt. You've done for Gravisius.
If only I could get word to that lad I smuggled away from the general's wife at the time. The good widow would need a sympathetic shoulder to cry on. Mm-hmm. Bring me back something nice. View your prophecies. Challenges. Defeat Harbinger. Okay. Ach du Schande. Achievements. Fate will find you. Okay, da kann man ein bisschen was machen hier. Ask away. You want something? No, want something? No. Clarissa, hallo. Wherever he is, I'm sure Tolman knows what you've done. I know you didn't do it for him, or for me. It doesn't matter. Piety's reign of cruelty is over. Thank you. Okay, die Piety hat uns seit Akt 1 begleitet, seit wir sie gefunden hatten das erste Mal. Und ja, jetzt haben wir sie gekillt. Schön. Gravisius dined with us once. This was before my father's gambling debts caught up with him. I dined with him again in Theopolis prison the night before my exile. He wasn't so polite that time. Thank you. That's one memory I can now put to rest. Bye. Piety dies amongst her abominations, her warped dream taunting her, maddeningly out of reach. As a poet, I'm fond of that creed of justice. Here, the executioner needs recompense. Yeah. You cannot drop that item here and destroy it instead. Ja, bitte zerstören. Ich will das hier nur ganz kurz. Zack. Book of Skill. Unfortunately, Piety was simply a puppet of a greater force. You've cut the strings, but the master remains. Dominus. That key you've picked up, I heard the blackguards talk of it. It's the one key to the Scepter of God on the northern edge of the Blackguard encampment. Only Piety was permitted to carry it. Dominus accessed his laboratory at the summit of the tower via a pulley system rigged to the outside wall. That way will be barred to you. And I heard of no one, not even Piety, going in or coming out of the lower levels. Go with care, exile. I can't imagine what's inside that tower if even Piety and Dominus feared to tread its steps. Ja, da gehen wir mal hin. Wir haben keine Angst vor irgendwas. When Piety was experimenting on me, my consciousness was mercifully fleeting. In those moments of numbing darkness, I met a presence. Intelligence, power, immensity beyond the limits of my pitiable mortal senses. To this creature, I was but a raindrop falling into the sea. I heard Piety speak to her lackeys of the beast. It is the source of her thaumaturgy and the object of her ambitions. I believe Piety's beast and that dark entity are one and the same. Wherever it is, whatever it is, the beast is the cause of my malformation. It would not be a stretch of reason to consider the beast the source of all malformation in Rayclast. Okay. Tread carefully, exile. Wäre cool, wenn wir das Biest töten, alle hier heilen könnten wieder. So, jetzt muss ich ganz kurz mal gucken. Jeremy, ich würde mal ganz kurz eine Pause machen von 5 bis 10 Minuten. Und würde dann aber gleich wieder würde gleich wieder da sein. Wenn das für dich okay ist. So. Achso, warte mal. Die Passive-Dinger, warte mal. Das Ding schmeiße ich jetzt da rein. Dann finde ich es nämlich auch wieder. So, das Ding jetzt hier. Ich würde gerne mal. Das ist dieser Frostbite, ne? Jetzt mal ganz im Ernst. Können wir. Stormcall. Ich
bin mir gar nicht sicher, wo kommt denn diese Main of Freezing Pulse? Das ist der hier. Ja, folgendes. Ich schmeiß mal das Game hier rein. Stormcall, nein. Stormburst würde ich gerne. Wo kriege ich denn her? Die Frage ist, wie mache ich denn das jetzt? Frostbite. Ich würde jetzt gerne diesen Stormburst. Wie kriege ich denn jetzt hier den... Kann ich das hier irgendwie... Shop. Trade. Wie kann ich denn die hier... Kann ich die irgendwie ummünzen? Ach ja, hier. So geht das. So kann ich die ummünzen. Jetzt warte mal. Stormburst. Machen wir das mal link, den Stormcall draufklicken auf dem Feld. Genau, Stormcall. Und dann machen wir hier jetzt mal... Zack, dann machen wir hier noch, hier Freezing Pulse, machen wir den hier und Frostbite. Okay, so kann man die umorganisieren. Ich mache den Stormburst jetzt, das ist das neue Item, was wir hier haben. Mal gucken, wie gut das ist, dann haben wir trotzdem noch den Frostbite auf der mittleren Maustaste. Und alle anderen, die du nicht brauchst, würde ich gleich rausmachen. Ja, das mache ich jetzt, glaube ich, mal offscreen dann. Dass wir das dann, oder weiß ich gar nicht, muss ich mal gucken. Ich glaube, das mache ich in Ruhe mal, um zu gucken, was ich nicht haben will, etc. Weil das ist echt, ich habe jetzt zigtausend Sachen, ich check das gar nicht mehr. Ich muss mal jetzt das gucken in Ruhe. Das Zeug schmeiße ich alles weg. 340 Mana, das ist kein Problem. Saphirflask, Consumes, Maximum Cold Resistance, okay. Rapture Skin, ich glaube, das schmeiße ich alles weg. Ich schmeiße... There you go. So, ich schmeiß das hier mal alles weg. Dann haben wir das... So, weg mit dir, weg mit dir. Weg, weg. Kopperglatte. Achso, das ist das Ding jetzt hier, das brauchen wir nicht. 13 bis 24, au weg, das au weg. Achso, ist der Tower Key, den brauche ich noch. So, das andere hier. Die ganzen Flaschen schmeißen wir hier 1000. Hier das Leben hier, 346 Mana. 364 Mana, so rum. Hier mal Colossal Life Flask haben wir noch da, aber mit nichts Besonderem. Weg damit. So, Sell Items, du kommst auch noch weg hier. Du auch noch, die habe ich vergessen. Zack. Bring so. Me back something nice, huh? Ja, kriegen wir hin. So, dann kommst du da her. Ich muss hier echt mal aufräumen. So, okay. Ich würde sagen, für YouTube mache ich dann hier ganz kurz den Cut. Das heißt, ich sage hier vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs dabei sein. Es geht gleich mit der nächsten Aufnahme weiter. Ich muss nur ganz kurz mal einen Break machen. Ich brauche was Neues zu trinken. Ja, und ich müsste auch mal kurz was essen. So, also vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs dabei sein. Wir sehen uns gleich wieder dann in der nächsten Aufnahme, in der nächsten Folge, je nachdem, wie ich das Ganze schneide. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie das hier weitergeht. Also, bis dann. Tschüss. So, was? Wenn du mal die Entwicklung unterstützen möchtest, dann kauf dir für 10 Euro den Currency Stash Tab. Aha. Was auch immer das ist. Wir schauen es an. Bis dann. Tschüss.